Hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Channel Joggler66 und ich mache heute eine weitere Lesung des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Da hat es ja schon zwei Teile gegeben. Nun, normalerweise würde ich, nachdem ich das erste Kapitel gelesen habe, das zweite Kapitel beginnen. Das habe ich auch angefangen zu lesen. Und das ist so lang und so wichtig, dass ich es auch sicher nicht überschlagen werde, aber aufgrund der Aktualität, wir haben heute den 15. Dezember 2015, finde ich es noch wichtiger, das Kapitel 2 erstmal eben zu überschlagen und zum ersten Abschnitt des Kapitel 3 in dem Buch von Babylon nach Rom überzugehen. Das Kapitel 3 heißt in der Überschrift Feste und im Abschnitt 1 geht es um Weihnachten und am Ende ganz kurz über Maria Verkündigung. Da gehen wir nicht allzu viel drauf ein. Aber weil eben in wenigen Tagen das Weihnachtsfest ist, was auch so viele Christen feiern, in der Annahme, dass sie damit tatsächlich den Geburtstag unseres Erretters Jesus Christus feiern, fühle ich mich verpflichtet, diese Lesung jetzt vorzuschieben. Ich werde heute das Audio aufnehmen und sehen, dass ich dann auch noch das Video schnell hinten dran mache. Also wundert euch nicht, wenn das vielleicht nicht so toll anzuschauen ist. Es geht um das, was gesprochen ist, um die gesprochene Botschaft. Schließlich sind das hier 8 Seiten und daneben kommen noch ein paar Fußnoten, die ich lesen muss und ein paar Erklärungen, die ich daneben abgebe. Also es wird sicher eine Stunde dauern, vielleicht ein bisschen länger. Und es ist gut möglich, dass ich mir nicht allzu viel Arbeit mit den Bildern mache, weil ich wirklich finde, dass diese Botschaft raus muss. Von daher werde ich jetzt ohne weiteres verzögern anfangen zu lesen in Von Babylon nach Rom, die Hure Babylon von Alexander Hislop, Kapitel 3, Feste, Weihnachten und Mariaverkündigung. Wenn Rom tatsächlich das Babylon der Offenbarung und die in ihren Heiligtümern verwahrte Madonna wirklich die Himmelskönigin ist, deren Anbetung in den Tagen Jeremias den heftigen Zorn Gottes gegen die Juden hervorrief, dann ist die letzte Konsequenz die, dass es so nachgewiesen werden sollte, dass jegliche Möglichkeit eines Zweifels ausgeschlossen ist. Nun, zu dem gerade eben vorgelesenen muss ich gleich mal eben einen Kommentar geben. Ich habe letztens eine Lesung gemacht von Rulers of Evil von F. Tapper Saucy, Kapitel 20 in 2 Teilen, jeweils 1 Stunde. Und da gingen wir auch über Jeremia. Und da ging es um Jeremia 44, wo Tapper Saucy meinte, dass da die Queen of Heaven, also die Königin des Himmels, 5-mal erwähnt wurde. Und das ist im Zusammenhang mit der Venus und dem Trajekt, das die Venus im Himmel ablegt als Himmelskörper. Sehr interessant. Nur die Erwähnung von fünfmal in Jeremia ist nicht korrekt. Jeremia 44, da spricht es dann drüber. Aber in dem Buch Jeremia ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, in dem die Gottes, sage ich schon, Königin des Himmels, Queen of Heaven, wie man sie im Englischen nennt, erwähnt wird. Und zwar wirklich 5-mal in dem ganzen Buch. Aber in Jeremia 44 halt nur 4-mal. Nur eben zur Verweisung darüber. Und wenn ihr euch mein Video anschaut von Rulers of Evil, Kapitel 20, Teil 1 und 2, da könnt ihr unglaublich viel drüber lernen, über die Sache, die ich hier auch gerade jetzt vorlese, in diesem Teil des Buches hier. Gut, der Autor fährt fort. Denn wenn dies erst einmal wirklich feststeht, dann muss jeder, der vor dem Wort Gottes Ehrfurcht hat, schon bei dem bloßen Gedanken erschauern, dass er ein solches System auch nur im geringsten billigt oder unterstützt, sei es auf persönlicher oder auf globaler Ebene. Ich habe bereits einiges angeführt, was in großem Maße die Identität des römischen mit dem babylonischen System nachweist. Aber mit jedem weiteren Schritt wird die Beweislast nur noch offenkundiger und überwältigender. Das gilt speziell für den Vergleich der verschiedenen Feste. Die Feste Roms sind zahllos. 5 der bedeutendsten jedoch sollen zur Erläuterung herausgegriffen werden, nämlich Weihnachten, Mariaverkündigung, Ostern, die Geburt des heiligen Johannes und das Fest der Himmelfahrt. Bei jedem dieser Feste kann die babylonische Natur nachgewiesen werden. Zunächst wenden wir uns dem Fest zu Ehren der Geburt Christi, also Weihnachten, zu. Wie kommt es, dass das Fest mit dem 25. Dezember in Verbindung gebracht wurde? In der Schrift steht kein Wort über den genauen Tag seiner Geburt, noch über die Jahreszeit, in der er geboren wurde. Was dort aber aufgezeichnet ist, zeigt, dass seine Geburt, zu welcher Zeit auch immer sie stattgefunden hat, nicht am 25. Dezember gewesen sein konnte. Zu der Zeit, da der Engel den Hirten von Bethlehem die Geburt des Heilandes verkündete, ließen sie ihre Herden nachts auf freiem Feld weiden. Wohl ist das Klima Palästinas nicht so streng wie das Klima unseres Landes,
Aber sogar dort ist die Kälte der Nacht von Dezember bis Februar enorm. Auch wenn die Hitze tagsüber beträchtlich ist. Und die Hirten Judäas hatten nicht die Gewohnheit, ihre Herden etwa nach Ende Oktober auf freiem Feld zu hüten. Nun macht Alexander hier eine Fußnote. Und ich werde davon eine Regel machen, dass ich die öfter mal lesen werde, weil die sind teilweise sehr interessant, diese Fußnoten mit einzubinden in die Lesung. Fußnote 330 liest sich wie folgt. In seinem Kommentar über Lukas 2, Vers 8 sagt Gill in Commentary folgendes. Zitat: Die Juden haben zwei Arten Vieh. Sie haben Hausvieh, das in der Stadt lebt, und wildes Vieh, das sich auf den Weiden befindet. Über letzteres äußert einer der Kommentatoren, Maimonides, in Misin Betzer Kapitel 5 Abschnitt 7, Zitat: Diese sind an allen kalten und heißen Tagen auf der Weidefläche, die in den Dörfern sind und gehen nicht vor den Regenfällen in die Städte. Ende Zitat. Der erste Regen fällt im Monat Marschewan, der zweiten Hälfte unseres Oktobers und der ersten Hälfte unseres Novembers entspricht. Daraus ergibt sich, dass Christus vor Mitte Oktober geboren sein muss, da der erste Regen noch nicht gekommen war. Ende Zitat. Kitto sagt über 5 Mose 11 und 14 in Illustrated Commentary Band 1, Seite 398, dass der erste Regen im Herbst fällt, also im September oder Oktober. Dadurch müsste man die Zeit der Eintreibung der Herden von den Weiden noch etwas früher ansetzen, als ich es im Text getan habe. Aber zweifelsohne konnte es nicht später sein, als dort angegeben, gemäß dem Zeugnis von Maimonides, der anerkanntermaßen mit allem, was jüdische Gewohnheiten betrifft, sehr gut vertraut ist. Ende Zitat von Fußnote 330. Dann ist es höchst unglaubhaft, fährt der Autor fort, dass die Geburt Christi Ende Dezember stattgefunden haben könnte. Es besteht in diesem Punkt große Einmütigkeit unter den Kommentatoren. Neben Barnes, Doddridge, Lightfoot, Joseph Scaliger und Jennings in seinem Werk Jewish Antiquities, die alle der Meinung sind, dass der 25. Dezember nicht der richtige Tag für die Geburt unseres Herrn sein konnte, vertrat der berühmte Joseph Meads eine sehr entscheidende Meinung gleichen Inhalts. Nach langen und sorgfältigen Ausführungen über das Thema führt er neben anderen Argumenten Folgendes an. Zitat: Bei der Geburt Christi musste sich jede Frau und jedes Kind in die Stadt begeben, wo sie hingehörten, um besteuert zu werden. Und manche hatten eine weite Reise. Aber die Mitte des Winters war für eine solche Angelegenheit nicht passend, insbesondere wenn Frauen mit einem oder mehreren Kindern reisen mussten. Daher konnte Christus nicht im tiefen Winter geboren worden sein. Ferner lagerten zur Zeit der Geburt Christi überall die Hirten und beobachteten ihre Herden in der Nacht. Aber dies geschah bestimmt nicht mitten im Winter. Und sollte jemand meinen, dass der Winterwind in jener Gegend nicht so extrem war, der erinnere sich der Worte Christi im Evangelium, Matthäus 24, wenn ich mich nicht irre, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Wenn der Winter eine so schlechte Zeit zum Fliehen war, war er anscheinend auch keine geeignete Zeit für Hirten, um auf den Feldern zu liegen, und für Frauen und Kinder, um zu reisen. Ende Zitat. Nun wird hier eine folgende Fußnote zitiert, Nummer 331, das ist aber eine sehr kurze. Aber wir sehen hier Osmede, das kommt in Works 1672 vor, Diskurs 168. Obiges Argument setzt die wohlbekannte Vernunft und Überlegung voraus, durch die sich die römischen Gesetze auszeichnen. Römische Gesetze sind oftmals logisch, das kann man ja nun gar nicht bestreiten. Deswegen sagen sie auch immer, dass man logisch denken muss und so weiter und so weiter. Also, sie machen ja keine unlogischen Gesetze, sie machen vielleicht gottesfremde Gesetze, ganz sicher sogar, aber nicht immer unlogische Gesetze. Das macht es ja für viele so schwer, den Unterschied rauszuhören zwischen dem einen und dem anderen. Also, wie gesagt, wie hier in dem Buch zitiert wird, obiges Argument, also das Argument, dass der Winter eine schlechte Zeit zum Fliehen war und auch keine geeignete Zeit für Hirten auf die Feldern zu legen und für Frauen und Kinder, um zu reisen, dieses Argument setzt die wohlbekannte Vernunft und Überlegung voraus, dass sich die römischen, durch die sich die römischen Gesetze auszeichneten. Der Autor fährt fort. Es wird tatsächlich von den gelehrtesten und aufrichtigsten Schreibern aller Gruppierungen zugegeben, dass der Tag der Geburt unseres Herrn nicht bestimmt werden kann und dass innerhalb der christlichen Gemeinde von einem Fest wie Weihnachten
bis zum 3. Jahrhundert nichts bekannt war und es erst im späten 4. Jahrhundert größere Beachtung genoss. Nun, hier muss ich jetzt mal eben meinen eigenen Senf dazugeben. Und ich sage es euch so, wie es ist. Für mich ist die Sache ganz einfach mit Christi Geburt. Jesus wurde getauft, als er 30 war. Und das ist logisch, wenn man die jüdischen Gesetze kennt. Wenn jemand ein Ministerium anfängt, ein Rabbi, ein Priester sein will, dann muss er das Alter von 30 Jahren erreicht haben. Das sind rabbinische, jüdische, israelische Gesetze zu der Zeit. Jesus wurde zu dem Zeitpunkt, als er 30 war, getauft. Und was in seiner Taufe passierte, das können wir ja in der Bibel in allen vier Evangelien wunderbar nachlesen. Auf jeden Fall in Matthäus und Lukas. Jesus wurde getauft, als er 30 war, und dann begann sein Ministerium. Dieses Ministerium war der Anfang der 70. Woche von Daniels Prophezeiung. Daniel prophezeite 70 Wochen, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Und ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Aber das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz, da können wir gerne ein anderes Mal drüber sprechen, weil Daniel Kapitel 9, die letzten Verse zwischen 23 und 27 sind enorm wichtig für das Verständnis auch unserer heutigen Zeit, um zu wissen auch, wer der Antichrist ist. Aber ein kurzes Zitat jetzt mal eben von Daniel 9, Vers 24 aus der Lutherbibel von 1912. Zitat: 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über die heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewehret und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnet und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Geschichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges wird gesalbt werden. Ende Zitat. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Nun, 70 Wochen, und da ist ja nun kein großes Geheimnis, da wissen wir ja, jede Woche besteht aus 7 Tagen und in der Prophezeiung ist eine Woche wie ein Jahr. Also sprechen wir über 70 mal 7 Jahre. Wir sprechen über 490 Jahre. Also, Jesus wurde getauft, als er 30 war und begann dann sein Ministerium. Das war der Anfang der 70. Woche. Warum das so ist, da können wir später mal drauf eingehen, wenn wir Daniel auseinanderlegen, weil es geht einmal um 7 Wochen, um 62 Wochen und dann um die 70. Woche. Und in Daniel 9, 27 lesen wir: Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. In der Mitte der 70. Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. In der Mitte der 70. Woche wurde Jesus gekreuzigt, starb und stand wieder auf am dritten Tage. Das ist zwar nicht, wie wir heute feiern, Ostern, aber eben das Passahfest im ersten Monat des hebräischen Kalenders, Abib, unser Monat April. Somit wurde Jesus 33,5 Jahre alt und die zweite Hälfte seines Ministeriums, verkünden des Königreich Gottes, endete mit der Steinigung Stephens, 3,5 Jahre später, also nachdem er gekreuzigt wurde. Und somit war die Prophezeiung der 70 Wochen komplett erfüllt. Danach wurde das Evangelium an die Heiden verkündet. Paul machte den ersten Schritt in Rom mit dem Buch Römer im Neuen Testament. Und deswegen haben wir ja heute auch die Bibel, weil das eben dann endlich auch den Kreis Juda verlassen hat und an jeden Menschen gelehrt wurde. Und wie Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat oder den Aposteln aufgetragen hat, geht hinaus und lehrt das Evangelium an jede Kreatur auf dieser Erde. Und dazu zählen auch wir, die wir als Heiden damals betrachtet wurden und die wir heute als Ketzer von der römisch-katholischen Kirche betrachtet werden. Okay, ich lese mal weiter. Wie kommt es dann, dass die römische Kirche sich für den 25. Dezember als Weihnachtstag entschloss? Lange vor dem 4. Jahrhundert und lange vor dem christlichen Zeitalter überhaupt wurde zu genau dieser Zeit des Jahres bei den Heiden ein Fest zu Ehren der Geburt des Sohnes der babylonischen Königin des Himmels gefeiert. Da ist die Königin des Himmels, die ich vorhin erwähnte. Und man kann einwandfrei annehmen, dass dasselbe Fest, um die Heiden zu versöhnen und die Zahl der namentlichen Anhänger des Christentums zu vergrößern, von der römischen Kirche übernommen wurde, wobei man ihm nur den Namen Christi gab. Diese Tendenz der Christen, dem Heidentum auf halbem Wege entgegenzukommen, war sehr früh entwickelt und Tertullian beklagte bitterlich schon zu seiner Zeit, etwa im Jahr 230, die Inkonsequenz der Jünger Christi in dieser Hinsicht und stellte diese der strikten Treue der Heiden zu ihrem eigenen Aberglauben gegenüber.
Von uns, sagt er, die wir die Sabbate und Neumonde und Feste fremd sind, die einst Gott angenehm waren, werden jetzt die Saturnalien, die Januarfeste, die Brumalien, die Matronalien besucht. Geschenke werden hin und her getragen, lärmend werden Neujahrsgeschenke gemacht und Sportkämpfe und Festessen werden spektakulär gefeiert. Oh, wie überaus treu sind die Heiden ihrer Religion, die besonders darauf achten, keine Feierlichkeit von den Christen zu übernehmen. Zitat Ende. Rechtschaffende Menschen bemühten sich, den Strom einzudämmen, doch trotz all ihrer Anstrengungen ging der Abfall weiter, bis die Kirche mit Ausnahme eines kleinen Restes von heidnischem Aberglauben überschwemmt war. Dass Weihnachten ursprünglich ein heidnisches Fest war, steht außer Zweifel. Die Zeit im Jahresverlauf und die Zeremonien, mit welchen es immer noch gefeiert wird, beweisen seine Herkunft. In Ägypten wurde der Sohn der Isis, was die ägyptische Bezeichnung der Königin des Himmels ist, genau zu dieser Zeit geboren, Zitat, um die Zeit der Wintersonnenwende, Zitat Ende. Der Name, unter dem Weihnachten volkstümlich bei uns selbst, in England, also in diesem Fall, bekannt ist, Juletag, beweist zugleich seinen heidnischen und babylonischen Ursprung. Jul ist die chaldäische Bezeichnung für Säugling oder Kleinkind. Und dass der 25. Dezember von den heidnischen angelsächsischen Vorfahren Englands Juletag oder Kindstag genannt wurde und die vorangehende Nacht Mutternacht, lang bevor sie mit dem Christentum in Berührung kam, weist ausreichend seinen wahren Charakter nach. Weit und breit wurde in den Reichen des Heidentums dieser Geburtstag gefeiert. Man glaubte allgemein, dass dieses Fest nur astronomischen Charakter hätte, indem es sich einfach auf den Abschluss des jährlichen Laufs der Sonne und den Anfang eines neuen Zyklus bezöge. Aber es gibt unstreitbare Beweise dafür, dass dieses Fest sich auf etwas weit Wichtigeres bezog als dies. Dass es nicht allein den bildlichen Geburtstag der Sonne bei der Erneuerung ihres Laufes feierte, sondern den Geburtstag des großen Befreiers. Bei den Sabäern in Arabien, die nicht die Sonne, sondern den Mond als sichtbares Symbol ihres Lieblingsgegenstandes, ihres Götzendienstes betrachteten, kleine Bemerkung, warum haben die ganzen islamischen Staaten den Mond in ihrer Flagge? Wurde derselbe Zeitabschnitt als Geburtstagsfest gefeiert. So lesen wir in Sabian Philosophy von Stanley, Zitat, am 24. des 10. Monats, das ist nach unserer Rechnung Dezember. Dezember kommt von Dezimal, 10. Ja? Und euch verkaufen sie das als den 12. Monat. Und Oktober, der 10. Monat, Oktogon, Okta, ist 8. Ne? Mal nachrechnen, wie die Monate heißen. September, der 9. Monat, Sept, wie im Englischen, wie im Französischen die Zahl 7, Set. September ist eigentlich der 7. Monat. Also, da seht ihr schon mal, dass wir sowas von verarscht werden mit jedem Art Kalender, die wir folgen. Das ist schon nicht mehr schön, das ist schon nicht mehr lustig. Also, ich lese nochmal eben den Satz nochmal neu. Bei den Zabäern in Arabien, die nicht die Sonne, sondern den Mond als sichtbares Lieblingsgegenstand ihres Götzendienstes betrachteten, wurde derselbe Zeitabschnitt als Geburtstagsfest gefeiert. So lesen wir in Sabian Philosophy von Stanley, am 24. des 10. Monats, nach unserer Rechnung also Dezember, feierten die Araber den Geburtstag des Herrn, nämlich des Mondes. Der Herr, der Mond, war der große Gegenstand arabischer Anbetung. Und dieser Herr, der Mond, wurde nach ihrer Aussage am 24. Dezember geboren, was deutlich zeigt, dass die Geburt, die sie feierten, keine notwendige Beziehung zum Lauf der Sonne hatte. Es ist ebenso besonderer Beachtung wert, dass es sich um genau den gleichen Fall wie in Arabien handeln muss, wenn der Weihnachtstag bei den alten Sachsen, der englischen Insel, gehalten wurde, um die Geburt irgendeines Herrn des Himmelsheeres zu feiern. Die Sachsen betrachteten bekannterweise die Sonne als weibliche Gottheit und den Mond als männliche. Es muss folglich der Geburtstag des Herrn, des Mondes gewesen sein und nicht der Sonne, der von ihnen am 25. Dezember gefeiert wurde. Da doch der Geburtstag des gleichen Herrn, des Mondes, von den Arabern am 24. Dezember gefeiert wurde. So, hier muss ich nochmal eine kleine Einmerkung geben machen. Für die Leute, die nicht wissen, warum man am 25. Dezember die Auferstehung der Sonne feiert, das hat damit zu tun,
dass die Sonne im Grunde jeden Tag des Jahres ein Grad wandert, entweder nach Norden oder nach Süden. Und das, was wir also als das Passover-Fest kennen, das wird ja im Kabbalistischen gefeiert, dass eben dann die Sonne den Äquator übersteigt, von der Südhälfte zur Nordhälfte oder von der Nordhälfte zur Südhälfte. Und wenn also im Nachjahr, im Herbst, die Sonne von der Nordhälfte auf die Südhälfte der Erde übergeht und dann den Äquator überquert, dann geht sie immer weiter nach Süden, bis sie an ihrem tiefsten Punkt ankommt. An diesem tiefsten Punkt bleibt die Sonne 3 Tage stehen. Die Sonne ist tot. Sie kommt 3 Tage an exakt denselben Platz wieder hoch, wo sie vorher untergegangen ist. Und erst am 25. Dezember setzt sie den ersten Schritt wieder 1 Grad nach Norden. Damit spricht man von der Wiederauferstehung der Sonne. Das ist natürlich alles kabbalistisches Wissen, das ist die Analyse der Sonne und der Sterne, die man nicht machen soll, wie es Gott uns verbietet, um solche Dinge zu tun. Die Sonne und der Mond, die sind dafür da, um uns die Jahreszeiten und die Monate zu geben. Deswegen heißt der Mond auch Mond, weil er uns den Monat gibt, den Monat ansagt. Und nicht dafür da, um anzubeten und die Läufe zu folgen und die Grade auszurechnen und so weiter und so weiter. Das ist alles heidnisch. Na gut, der Autor fährt fort. Der Name des Mondgottes im Osten war offensichtlich Meni. Denn dies scheint die natürlichste Interpretation der göttlichen Aussage aus Jesaja 65, Vers 11 zu sein. Zitat: Aber ihr, die ihr den Herrn verlasst und meines heiligen Berges vergesst und dem Gad einen Tisch zurichtet und dem Meni vom Trankopfer voll einschenkt. Zitat Ende aus der Lutherbibel. Es ist anzunehmen, dass sich Gad auf den Sonnengott bezieht und Meni in ähnlicher Weise die Mondgottheit bezeichnet. Meni oder Manai bedeutet der Zähler und durch den Wechsel des Mondes werden die Monate gezählt. Habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Zitat: Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Zitat Ende. Psalm 104, Vers 19. Der Name des Mannes des Mondes oder des Gottes, der bei den Sachsen über diesen Himmelskörper herrschte, lautete Mane nach der Angabe in der Edda und Mani nach Voluspa, also Mane mit Mane und Mani nach der Voluspa Mani. Dass die Geburt des Herrn, des Mondes, von den englischen Vorfahren zu Weihnachten gefeiert wurde, dafür liefert uns der Name einen betrachtenswerten Beweis, mit dem immer noch im Flachland Schottlands das Fest am letzten Tag des Jahres bezeichnet wird. Es scheint ein Überbleibsel des alten Geburtsfests zu sein, da die dann gebackenen Kuchen Nurkuchen oder Geburtskuchen genannt werden. Dieser Name lautet Hogmanay. Hogmanay bedeutet nun im Chaldäischen das Fest des Zählers, mit anderen Worten das Fest von Deus Lunus oder des Mannes des Mondes. Um die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen Land herzustellen und die hartnäckige Beständigkeit alter Bräuche aufzuzeigen, möchte ich bemerken, dass Hieronymus in seinem Kommentar zu den bereits zitierten Worten Jesajas über das Zurichten eines Tisches für Gad und das Ausgießen eines Trankopfers für Meni sagt, Zitat, es, Zitat, war doch zu seiner Zeit, im 4. Jahrhundert, als Hieronymus lebte, Brauch in allen Städten, besonders in Ägypten und in Alexandria, am letzten Tag des Monats und des Jahres Tische aufzustellen und sie mit verschiedenen luxuriösen Nahrungsmitteln und Pokalen auszustatten, die eine Mischung neuen Weins enthielten, und die Menschen lasen aus ihnen Omen für die Fruchtbarkeit des Jahres. Zitat Ende. Das ägyptische Jahr begann zu einer anderen Zeit als bei uns. Aber fast genauso, es wird nur der Wein durch Whisky ersetzt, wird Hogmanay in Schottland immer noch am letzten Tag des letzten Monats unseres Jahres gefeiert. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Omen aus etwas herausgelesen werden, was zu dieser Zeit stattfindet. Aber jedermann im Süden Schottlands weiß, dass an Hogmanay, am Abend vor dem Neujahrstag, diejenigen, die alte Bräuche pflegen, einen Tisch decken. Und während die, die sich leisten können, Rosinenstollen und andere Leckerbissen bereitstellen, bringen diejenigen Haferkuchen und Käse, die einzig zu dieser Gelegenheit Haferkuchen zu Gesicht bekommen. Und starke Getränke bilden einen wesentlichen Teil im Lebensmittelvorrat. Selbst dort, wo die Sonne der bevorzugte Gegenstand der Anbetung war, wie in Babylon selbst und andernorts, wurde sie zu diesem Fest nicht nur als Himmelskörper des Tages angebetet, sondern als fleischgewordener Gott.
Es war ein wesentliches Prinzip des babylonischen Systems, dass die Sonne bzw. Baal der eine und einzige Gott war. Wenn daher Tammuz als fleischgewordener Gott angebetet wurde, bedeutete dies auch, dass er eine Inkarnation der Sonne war. In der hinduistischen Mythologie, die anerkanntermaßen im Wesentlichen babylonisch ist, kommt dies sehr deutlich zum Vorschein. Dort heißt es von Surya, der Sonne, dass sie Fleisch geworden und zu dem Zwecke geboren ist, die Feinde der Götter zu bezwingen, die ohne eine solche Geburt nicht hätten bezwungen werden können. Es war also kein rein astronomisches Fest, das die Heiden zur Wintersonnenwende feierten. Dieses Fest wurde in Rom Fest des Saturn genannt, und die Art seiner Feier wies darauf hin, woher es stammte. Das Fest, wie es von Caligula angeordnet wurde, dauerte 5 Tage. Der Trunkenheit und der lärmenden Festlichkeit wurde freier Lauf gelassen. Sklaven wurden eine vorübergehende Befreiung gewährt, und sie nutzten jede Art von Freiheit im Umgang mit ihren Herren. Genauso wurde Berossus, das Fest der Trunkenheit, in Babylon gefeiert. Das ist das Fest des Bacchus im Monat Tebet, der unserem Dezember entspricht. Zitat: Es war Brauch, sagt er, dass während der 5 Tage, die es dauerte, die Herren ihren Dienern unterworfen waren und einer von ihnen in ein purpurrotes Gewand, wie ein König gekleidet, herrschte über das Haus. Zitat Ende. Dieser purpurrot gekleidete Diener wurde Soganes genannt, der Mann des Vergnügens und der Ausgelassenheit, und stimmte genau mit dem Herrn der ungeordneten Verhältnisse überein, der im frühen Mittelalter in allen katholischen Ländern gewählt wurde, um die Schwelgereien des Weihnachtsfests zu leiten. Das Trinkgelage des Weihnachtsfests hatte seine exakte Entsprechung im Fest der Trunkenheit Babylons, und viele der anderen Bräuche, die an Weihnachten bei uns immer noch ausgeübt werden, stammen aus genau derselben Richtung. Die Kerzen, die in einigen Teilen Englands am Vorabend des Weihnachtsfests angezündet und über die gesamte Festzeit verwendet werden, wurden ebenso von den Heiden am Vorabend des Festes des babylonischen Gottes angezündet, um ihn zu ehren. Es war nämlich eine der Besonderheiten, die seine Anbetung auszeichneten, dass Wachskerzen auf seinen Altären angezündet wurden. Der Weihnachtsbaum, der jetzt bei uns im Allgemeinen verbreitet ist, fand ebenfalls im heidnischen Rom und im heidnischen Ägypten allgemeine Verbreitung. In Ägypten war dieser Baum eine Palme, in Rom die Tanne. Dabei bezeichnete die Palme den heidnischen Messias unter dem Namen Baal Tamar, und die Tanne versinnbildete ihn unter dem Namen Baal Berit. Die Mutter von Adonis, dem Sonnengott und der großen Mittlergottheit, soll sich auf geheimnisvolle Weise in einen Baum verwandelt haben, und als sie in diesem Zustand war, soll sie ihren göttlichen Sohn geboren haben. Wenn die Mutter ein Baum war, musste der Sohn als Mensch des Zweiges betrachtet werden. Und dies erklärt vollständig, warum man am Vorabend des Weihnachtstages einen Juleklotz ins Feuer legt, sowie das Aussehen des Weihnachtsbaums am nächsten Morgen. Als Zeroashtar, Same der Frau, also über das Zero, da muss ich mal eben einwerfen, das Zero Same heißt, das wir als Null kennen, die Zahl, da wird mir eingegangen im Kapitel 2, das ich ja noch lesen muss hiernach. Also müsst ihr mir das eben vergeben, dass ich das vorwegnehme, oder ihr könnt es natürlich auch gerne selbst lesen oder warten, bis ich es rausbringe. Als Zeroashtar, als Same der Frau, was auch Ignegina bedeutet, aus dem Feuer geboren, muss er in der Mutternacht ins Feuer gehen, um am nächsten Tag daraus als Zweig Gottes oder der Baum, der den Menschen alle göttlichen Geschenke bringt, geboren zu werden. Doch weshalb, könnte man fragen, geht er in dem Symbol eines Klotzes ins Feuer? Um dies zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass zur Wintersonnenwende geborene göttliche Kind als neue Inkarnation des großen Gottes geboren wurde, nachdem dieser Gott in Stücke geschnitten worden war, mit der Absicht, seinen Tod an den Mördern zu rächen. Der große Gott nun, der inmitten seiner Macht und Herrlichkeit getötet wurde, wurde durch einen riesigen Baum symbolisiert, der keinen Zweig mehr hatte und fast bis auf den Grund abgehauen war. Aber die große Schlange, Symbol des das Leben wiederherstellenden Esculap, windet sich um den toten Baumstrunk. Und siehe da,
Zu seiner Seite sprießt ein junger Baum auf, ein Baum einer völlig anderen Art, der dazu bestimmt ist, niemals durch feindliche Macht abgehauen zu werden, nämlich die Palme, das wohlbekannte Symbol des Sieges. Und dazu verweise ich auf die Abbildung 27 im Buch, die ich hier im Video einblenden werde. Der Weihnachtsbaum war, wie festgestellt wurde, im Allgemeinen in Rom ein anderer Baum, und zwar die Tanne. Jedoch verband man mit der Weihnachtstanne genau dieselbe Vorstellung wie mit der Palme, denn sie symbolisierte den neugeborenen Gott Baal Berit. Den, Zitat, Herrn des Bundes, Ende Zitat, und deutete so die Fortdauer und ewige Natur seiner Macht an, da er nun, nachdem er vor seinen Feinden gefallen war, triumphierend über sie alle wieder auferstanden war. Daher wurde der 25. Dezember, der in Rom als der Tag gefeiert wurde, an dem der siegreiche Gott wieder auf Erden erschien, an Natalis Invicti Solis, dem Geburtstag der unbesiegten Sonne, gefeiert. Natalis Invicti Solis. Der Juleklotz ist also der tote Baumstrunk Nimrods, der zum Sonnengott gemacht, aber von seinen Feinden abgehauen wurde. Der Weihnachtsbaum ist Nimrod Redivivus, der getötete Gott, der wieder ins Leben zurückkommt. Angesichts der durch obige Aussage beleuchteten Bräuche, die bei uns immer noch gepflegt werden, deren Spur sich aber in der Antike verloren hat, möge der Leser über die eigenartige Praktik nachdenken, die immer noch im Süden am Weihnachtsvorabend eingehalten wird, sich unter dem Mistelzweig zu küssen. Dieser Mistelzweig war nach dem druidischen, aus Babylon stammenden Aberglauben eine Darstellung des Messias, des Menschen des Zweiges. Der Mistelzweig wurde als göttlicher Zweig betrachtet, als ein Zweig, der vom Himmel kam und auf einem Baum wuchs, der aus der Erde spross. Auf diese Weise wurden durch das Einpfropfen des himmlischen Zweiges in den irdischen Baum Himmel und Erde, einst durch die Sünde voneinander getrennt, wieder zusammengefügt. Und so wurde der Mistelzweig zum Zeichen der göttlichen Versöhnung mit dem Menschen, wie der Kuss das bekannte Zeichen der Vergebung und Versöhnung ist. Woher mag eine solche Vorstellung gekommen sein? Kann sie vielleicht vom Psalm 85, Verse 11 und 12 gekommen sein? Zitat: Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wahrheit wird sprossen aus der Erde, infolge des Kommens des verheißenen Heilands. Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Ende Zitat. Dieser Psalm wurde mit Sicherheit kurz nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Und da eine große Anzahl an Juden nach diesem Ereignis unter der Führung von inspirierten Männern wie Daniel weiterhin in Babylon blieben, musste es ihnen wie auch ihren Verwandten in Palästina als Teil des göttlichen Wortes übermittelt worden sein. Babylon war zu jener Zeit der Mittelpunkt der zivilisierten Welt. Und als das Heidentum das göttliche Symbol verfälschte, boten ihm daher die Mysterien, die mit dem großen zentralen System in Babylon verschmolzen waren, die Möglichkeit, seine entstellende Fälschung der Wahrheit an allen Enden der Erde zu senden. Auf diese Weise beleuchteten die Weihnachtsbräuche, die es immer noch gibt, auf überraschende Weise sowohl die Offenbarungen der Gnade für die ganze Erde als auch die Bemühungen Satans und seiner Agenten, diese zu materialisieren, zu verweltlichen und herabzuwürdigen. In vielen Ländern wurde dem Gott ein Eber geopfert, denn man erzählte sich, der Eber habe ihm die Beleidigung zugefügt. Gemäß einer bereits erwähnten Version der Geschichte vom Tod des Adonis oder Tammuz starb er an einer Wunde, die ihm der Hauer eines Ebers zugefügt hatte. Und zur mystischen Bedeutung der Geschichte dieses Ebers sollte man zurückgehen zur Seite 66 dieses Buches. Die kommt halt vor im zweiten Kapitel, das ich noch lesen werde. Aber ihr seht daran, es ist immer wichtig, sich die Fußnoten auch mal mit anzuschauen. Und vielleicht nochmal ein paar Seiten zurückzugehen und sich die Geschichte nochmal anzusehen, des Ebers. Ich meine, ich kann da ja mal eben kurz drauf eingehen. Na, ich habe gerade mal eben geschaut, das wird zu weit ausschweifend sein. Also das könnt ihr dann selbst mal nachlesen, wenn ihr möchtet. Dann geht ihr in diesem Zeitpunkt hier mal eben zur Seite 66 und lest das da. Oder ihr wartet drauf, bis ich das später in dem Fall vorlese, wenn ich das zweite Kapitel vorlese.
Ich wiederhole den letzten Satz nochmal eben, dass wir sehen, wo wir jetzt weitergehen. Gemäß einer bereits erwähnten Version der Geschichte vom Tod des Adonis oder Tammuz starb er an einer Wunde, die ihm der Hauer eines Ebers zugefügt hatte. Der phrygische Attes, der Geliebte der Kybele, dessen Geschichte mit von der von Adonis gleichgestellt wurde, soll auf gleicher Weise umgekommen sein, durch den Hauer eines Ebers. Daher wird Diana, die in Wirklichkeit die große Mutter der Göttin war, der Götter war, sowohl sie im allgemeinen, im volkstümlichen Mythen nur als die Jägerin Diana dargestellt wurde, häufig von dem Kopf des Ebers begleitet, nicht als bloßes Zeichen von Erfolg bei der Jagd, sondern als Zeichen ihres Triumphes über den großen Feind des Götzensystems, in welchem sie eine so hervorragende Stellung einnahm. Theokritos zufolge war Venus mit dem Eber, der Adonis tötete, versöhnt, denn als er in Ketten vor sie gebracht wurde, berief er sich mitleiderregend darauf, dass er ihren Gatten nicht aus böser Absicht getötet hatte, sondern durch einen Unfall. Und dennoch verlor er zum Gedenken der Tat, die der mythische Eber vollführt hatte, manch ein Eber seinen Kopf oder wurde der beleidigten Göttin als Opfer dargebracht. Bei Smith wird Diana auf dem Steinhaufen mit einem Eberkopf dargestellt, der neben ihr liegt. Und in den abgebildeten Holzschnitt, Abbildung 28, den ich hier im Video einblende, bei dem abgebildeten Holzschnitt, der zeigt, wie der römische Kaiser Trajan derselben Göttin Weihrauch darbringt, springt der Eberkopf sehr hervor. Also, ich habe eine Stunde gebraucht, um mir das anzugucken und zu sehen, wo ist hier der Eberkopf. Und ihr müsst schon genau hinschauen und ein bisschen ein Vorstellungsvermögen haben, denke ich, um das zu sehen. Ich habe mir die originale Abbildung rausgesucht, die ich in der Fußnote gefunden habe. Also in der Fußnote habe ich den Verweis gefunden, wo man die originale Abbildung findet im originalen Buch. Ich habe über eine Stunde recherchiert und schließlich und endlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass der Eberkopf genau das ist, was über dem Kopf der Diana da in dem Baum ist, auf der rechten Seite. Allerdings hat das eine ziemlich lange Schnauze und heutzutage kennen wir ja Schweine mit einer eher kurzen Schnauze. Nichtsdestotrotz sieht man da deutlich Auge, Ohren, man sieht den Hauer an der Seite und man sieht also deutlich das Gesicht dieses Ebers. Und ja, Schweine haben vielleicht auch hier und da ein bisschen eine Entwicklung mitgemacht in den letzten paar tausend Jahren. Vielleicht hat man einen Eber damals so dargestellt oder es gab eine andere Schweineform, die vielleicht eine längere Schnauze hatte. Will ich ja nicht abstreiten. Aber da auf jeden Fall ist oben rechts über der Diana in dem Bild, in der Abbildung 28, die ihr jetzt seht, da ist der Eberkopf abgebildet. Der Autor fährt fort. Am Weihnachtstag brachten die Sachsen des europäischen Festlands der Sonne einen Eber als Opfer dar, um sie wegen des Verlustes ihres geliebten Adonis zu versöhnen. In Rom hatte es anscheinend einen ähnlichen Brauch gegeben, denn ein Eber bildete die Hauptperson am Fest Saturns, wie aus folgenden Worten Martials hervorgeht. Zitat: Dieser Eber wird dir ein gutes Saturnalienfest bereiten. Zitat Ende. Entschuldigung. Daher ist der Eberkopf immer noch ein wichtiges Gericht beim Weihnachtsfestmahl in England, wenn auch der Grund dafür seit langem vergessen ist. Ja, die Weihnachtsgans und die Julkuchen gehörten wesentlich zur Anbetung des babylonischen Messias dazu. Denn diese Anbetung wurde sowohl in Ägypten als auch in Rom praktiziert. Und das sieht man auf der Abbildung 29, die ich jetzt gleich hier in das Video einblende. Wilkinson zeigt in Bezug auf Ägypten, dass das Lieblingsopfer des Osiris eine Gans war. Und darüber hinaus sagt er, die Gans konnte nicht gegessen werden, nur als im tiefen Winter. Über Rom sagt Juvenal, dass man Osiris, wenn er beleidigt wurde, nur durch eine große Gans und einen flachen Kuchen besänftigen konnte. In vielen Ländern wird der Gans nachweislich ein heiliger Charakter zugeschrieben. Wir kennen die Geschichte von den heiligen Gänsen der Juno, die im Tempel Jupiters gehalten wurden. Als die Gallier im Begriff standen, mitten in der Nacht das Kapitol Roms zu überfallen, retteten die Gänse es durch ihr Schnattern. Der abgebildete Holzschnitt, das ist dann Abbildung 30, die ich hier gleich ins Video einblende, beweist, dass die Gans in Kleinasien ebenso das Symbol Cupidos war, wie in Ägypten das des Seb. In Indien hatte die Gans eine ähnliche Stellung, denn in diesem Land lesen wir von der heiligen brahmischen Gans oder der heiligen Gans des Brahma. Schließlich zeigen die Monumente Babylons, dass die Gans einen ähnlich mystischen Charakter in Chaldea besaß und dass sie dort genauso wie in Rom oder Ägypten als Opfer dargebracht wurde.
denn man sieht dort den Priester mit der Gans in der einen und mit einem Opfermesser in der anderen Hand. Es kann also gar kein Zweifel daran bestehen, dass das heidnische Fest zur Wintersonnenwende, mit anderen Worten Weihnachten, zu Ehren der Geburt des babylonischen Messias abgehalten wurde. Des babylonischen Messias, nicht des Messias aus der Bibel. Nicht des Messias des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob. Nicht von Jesus Christus, sondern von Tammuz. Das wird auch enorm bestätigt, wenn wir uns mit dem nächsten großen Fest im päpstlichen Kalender beschäftigen. Dieses Fest, Maria Verkündigung genannt, wird in Rom am 25. März gefeiert, zum angeblichen Gedächtnis der wunderbaren Empfängnis unseres Herrn im Schoße der Jungfrau an dem Tage, als der Engel gesandt wurde, um ihr die besondere Ehre anzukündigen, die ihr als Mutter des Messias zukommen sollte. Aber wer könnte sagen, wann diese Ankündigung stattfand? Die Schrift liefert keinen einzigen Anhaltspunkt hinsichtlich der Zeit. Das spielt jedoch keine Rolle. Noch bevor unser Herr empfangen oder geboren wurde, wurde eben dieser Tag, der jetzt im päpstlichen Kalender als Verkündigung der Jungfrau festgelegt ist, zu Ehren der Kybele gehalten, der Mutter des babylonischen Messias, Tammuz. Es ist offenkundig, dass der Tag von Maria Verkündigung und der Weihnachtstag in enger Beziehung zueinander stehen. Zwischen dem 25. März und dem 25. Dezember liegen genau 9 Monate. Wenn nun der falsche Messias im März empfangen und im Dezember geboren sein sollte, dann kann jemand auch nur einen Augenblick glauben, dass die Empfängnis und die Geburt des wahren Messias so genau mit den Daten des Falschen abgestimmt sein konnten, nicht nur bezüglich des Monats, sondern bis auf den Tag genau? Dieser Gedanke liegt uns fern. Maria Verkündigung und Weihnachten sind also rein babylonisch. So. Hiermit ende ich jetzt meine Lesung des Buches von Babylon nach Rom. Im dritten Kapitel, den ersten Abschnitt, weil es geht weiter mit dem zweiten Abschnitt zu Ostern. Und ganz sicher nächstes Jahr zu Ostern werde ich da bereits sein. Wahrscheinlich ein bisschen früher. Es sind knapp 60 Seiten, das zweite Kapitel. Das wird mich ein bisschen beschäftigen, aber Ostern nehmen wir dann auch noch vorwärts. All diese Feiertage, wie Alexander Hislop hier zu Anfang bereits gesagt hatte, all diese Feiertage sind zurückzuziehen oder sind zurück zu, kann man zurückverfolgen auf Babylon. Und wir haben jetzt halt angefangen mit Weihnachten und haben Weihnachten erklärt, was ja, denke ich, doch auch ganz wichtig ist, da wir in ein paar Tagen Weihnachten wieder haben. Was ich übrigens nicht feiere, dass das jeder mal deutlich weiß von mir, also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich feiere Weihnachten nicht, ich feiere Ostern nicht, ich feiere auch keinen Geburtstag, ich feiere kein einziges heidnisches Fest. Ich feiere aber jeden Sabbat, den halte ich heilig. So steht's geschrieben und so handle ich. Im Vertrauen auf meinen Gott. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr noch ein bisschen extra Informationen dazu wollt oder ein bisschen andere Informationen außer das, was ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, ich habe vor knapp 2 Jahren, am 25. Dezember 2013, ein Video hochgeladen auf meinem Kanal in Englisch. Das heißt, All I Want for Christmas is the Truth about Christmas. Also mit anderen Worten, alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist nur die Wahrheit über Weihnachten. Das Video dauert nur 15 Minuten und geht vor allen Dingen nochmal auf Saturnalien ein und auf Mithraism, die hier zugrunde liegen des Weihnachtsfests. Und das könnt ihr euch ja im Anschluss an dieses hier auch nochmal anschauen. Ich werde den Link des Videos von vor knapp 2 Jahren werde ich in die Beschreibungsbox des Videos hier einarbeiten und dann könnt ihr euch das hier anschauen, wenn ihr möchtet. Und kommentieren könnt ihr natürlich auch, wie immer. Ich lasse immer die Kommentare offen. Ob ich auf die Kommentare reagiere oder nicht, das ist eine andere Sache. Ich hoffe, ihr habt davon genossen. Mir hat es Spaß gemacht. Mir macht es unglaublich viel Spaß, das Buch zu lesen. Ich freue mich schon auf die nächste Lesung. Ich wünsche euch jedenfalls noch weiterhin einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch und auf allen seinen Wegen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.